zu betreiben. Das zweite war ein Druck von den Internetprovidern, die es unter Umständen schwer oder unmöglich machen, Tor Exit Nodes zu betreiben. Und das dritte ist die dritte Bedrohung ist die, über die ich heute reden will. Tor ist nicht besonders nützlich, wenn man das nicht benutzen kann, um wirklich Zugriff zu haben auf viele Sachen. Und es gibt einige Webseiten, die wirklich den Zugriff über Tor einschränken. Und in einigen Fällen ist Tor einfach generell blockiert und in anderen Fällen wird es einfach durch Captchas verlangsamt und andere Möglichkeiten, die es einfach sehr unangenehm machen, das zu benutzen. Und hier ist ein kurzer Überblick über meinen Vortrag. Ich rede ein bisschen über Tor, über den Hintergrund, wie das heute angenommen wird im Internet. Und es geht um die Beziehung zwischen Wikipedia und Tor. Und es ist einfach ganz schwer, Wikipedia zu editieren über Tor. Und es geht um die Beziehung. Und dann haben wir eine Untersuchung gemacht und ich rede über die Ergebnisse der Studie, wie man Tor benutzen kann für Wikipedia. Und hier sind einige Beispiele. Wenn man mit Tor irgendwo ist, gibt es sowas zum Teil zu sehen hier. Und einige von diesen sind eben nicht individuelle Seiten, sondern Content-Verteilungsnetzwerke oder Host-Providers oder Anti-Spam-Plugins, die einen großen Einfluss auf viele Sites im Internet und nicht nur einzelne. Es gibt auch einzelne Sites, die ihre eigene Blockierung durchführen, einige wichtige auch. Erstmal noch etwas sagen, dass ich nicht neutral bin hier. Ich bin verheiratet mit Dingeldein, der einer der Vater vom Tor-Projekt ist. Und deswegen mache ich diese Untersuchung und trotzdem ist unsere Ehe immer noch glücklich und das funktioniert gut. Und außerdem benutzen wir qualitative ethnografische Methoden und das ist ein etwas ungewöhnlich für das Machine Learning, was ich sonst benutze. Und es gibt Andrea Forte ist meine wunderbare Co-Autorin, die alle diese Interviews gemacht hat, über die ich gleich reden werde. Also, und als ich mit Roger gesprochen habe darüber, die meisten auf dem CCC wissen, was Tor ist. Und das ist wahrscheinlich richtig. Und sie wissen auch, dass es etwas verschleiert darüber, was man im Internet macht, wenn man damit das Internet nutzt. Aber vielleicht sind sie nicht so ganz klar über einige der Details. Also ganz kurz. Wenn Alice Tor startet, dann holt er sich eine Liste von Relay-Servern. Und dann der Tor-Client sucht sich dann einen Pfad ein und Hop 1 weiß, wer du bist, aber nicht wohin, und Hop 2 weiß, wo du hingehst, aber nicht, wer du bist. Und da gibt es einen verschlüsselten Link von dir zu Hop 3 und Hop 3 ist das Exit Relay und der liefert eine Anfrage zu der Website und die ist dann nicht mehr verschlüsselt. Und soweit es die Website angeht, gibt er die Antwort an das Exit Relay. Und wenn Tor-Benutzer die Blocking-Screens kriegen, dann liegt es daran, dass die Webseite das Exit Relay blockiert. Und es kann passieren, weil die Site macht das absichtlich, weil die einfach guckt, wo die Exit-Nodes sind und die einfach alle blockiert. Oder jemand hat irgendeinen Unsinn angestellt auf dem Exit-Relay und ist deswegen aus Versehen auf einer Blacklist gelandet. Und es gibt einige Forschungen hierzu und einige ganz neue Forschung, die noch nicht präsentiert wurde. Die wird auf dem NESS veröffentlicht im Februar von einigen Leuten hier und es schaut sich qualitativ an, wie viel blockiert ist, wie weit verbreitet das ist. Und die haben herausgefunden, dass bei den Top 1000 Sites 3,5% sind davon für Tor-Benutzer blockiert. Und rechts sieht man, dass die meisten von Aggregate Blockierungen, zum Beispiel von Cloudflare. Und viele von den Sites haben nicht 100% der Exit-Nodes blockiert, sondern je größer der Exit-Node ist, je mehr Bandbreite ist, desto mehr Verkehr da rauskommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es geblockt wurde. Und dies hier sind 2000 blockierte Sites. Und sieht, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Exit-Node blockiert wurde. Und eine Webseite, die Tor blockiert, ist Wikipedia. Und Wikipedia blockt nicht direkt Tor, um Wikipedia zu lesen. Und das ist ganz gut, weil es eine wichtige Ressource ist. Und manchmal möchte man da anonym nachforschen. Aber man kann über Tor nicht blockieren. Und das stimmt, selbst wenn man eingeloggt ist. Und laut Wikipedia ist Wikipedia Free Access, freier Zugang. Und
und ist gehostet von einem Non-Profit, einer Non-Profit-Organisation, und alle können, Wikipedia ist eine der zehn beliebtesten Seiten und ein wichtiges Online-Referenzwerk. Und wenn man guckt, seit das 2007, vor 8 Jahren gemacht wurde, dieses Zitat, und es ist, ich weiß nicht genau, wann es gegründet wurde, aber ungefähr ein paar Jahre nach der Gründung war das. Und es ist interessant, wie radikal das war, dass alle die ändern können. Und 2007 hat die New York Times gesagt, das Problem mit Wikipedia ist, dass es nur in der Praxis funktioniert und in der Theorie könnte es nie funktionieren. Und es gibt ein Rätsel, dass Wikipedia diese großartige Ressource ist, die es ist. Und Wirtschaftswissenschaftler haben versucht zu erklären, warum das funktioniert. Und genauso wie sie versucht haben, den Linux-Kernel zu erklären, wie das funktioniert, die Entwicklung davon. Und irgendwie passiert es einfach und keiner weiß genau, warum. Und Wikipedianer heute sind etwas besorgt um die Qualität der Enzyklopädie. Aber in der Tat braucht die Wikipedia ihre Teilnehmer, damit weiterhin eine weitreichende Ressource ist. Und die Wikipedia-Beiträge wurden in 2007 am Peak und seitdessen werden sie verringert. Dieser Graph zeigt die Anzahl von aktiver registrierter Benutzer, die mehr als 5 Edits pro Monat haben. Wie man sieht, im 2007 gab es einen Höhepunkt und dann seitdem geht es bergab. Und die Gründe hinter dieser Verminderung ist eine Forschungsteil der Wikimedia. Aber kann die Wikipedia es sich nicht erlauben, einfach gute Editoren wegzuschmeißen. Dazu kommt noch die demografische Ungleichheit. Die Editoren sind hauptsächlich Männer, 84% zu 16%, je nachdem, wie man es zählt. Und außerdem gibt es eine Ungleichheit zwischen den globalen Ländern. Und es gab ein bisschen Forschung, wie das auf die Qualität der Artikel, was für einen Impact das hat. Und es gab eine Gruppe von der Universität Minnesota, die sich daran interessiert haben und die haben auf eine Datenbank von Filmkritiken und die haben sich darüber überlegt, was an Artikel, die hauptsächlich von Männern beraten wurden und haben dafür kontrolliert für die Beteiligung. Und sie haben gemerkt, dass die Artikel über Filme, die Männer sind, haben viel länger als die Frauen behandeln. Aber vielleicht sind die Artikel über Filme nicht so wichtig. Aber es zeigt, dass die Benutzerbevölkerung wirklich ist und einen wirklichen Impact hat. Und wir haben uns gefragt, wie kann das Fehlen von Tor-Nutzern die Wikipedia, was für einen Einfluss hat das und was für einen Einfluss hat das auf die Artikel? Um dies zu verstehen, sollen wir uns fragen, Was kriegt der Wikipedia-Nutzer davon, dass er Tor verwendet? Viele Leute sind nicht sicher, was wie man das verwendet. Und viele Leute verstehen das nicht, weil ich meine, Tor ist ja ein Tool, um zu wissen, verstecken, wer man ist. Aber die meisten Leute Wikipedia haben kein Interesse daran. Aber Tor hat auch Vorteile, wenn man nicht sich vor Wikipedia verstecken will. Zum Beispiel versteckt es einem vor den lokalen Internetprovider oder von der Regierung. Noch dazu führt es dazu, dass deine IP-Adresse nicht in der Wikipedia-Datenbank geschützt. Das heißt, sie kann nicht von Administratoren oder Angreifern Zugriff erlangen. Wir haben viele Fälle gesehen, wie zum Beispiel Angreifer oder Administratoren Zugriff auf Datenbanken haben, die sie nicht sollten. Dazu kommt eine weitere Überlegung. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, dass die bestimmte Internetzugänge zensiert sind. Das heißt, Tor kann die einzige Möglichkeit, Wikipedia anzugreifen. Und dazu kommt es ein Mechanismus, um die Nutzer zu diversifizieren und eine Cover zu geben. Also, das Teilnehmen an Internetprojekten kann Risiken bergen. Zum Beispiel überlegen wir uns, was soll Katabi?
als ein vielbekannter Wikipedia-Verwender und Nutzer, der wurde für 3 Jahre in den Knast gesteckt. Und wir wissen nicht, jetzt ist er jetzt verschwunden, wir wissen nicht, wo er ist. Viele Leute denken, er ist tot. Er ist sehr bekannt dafür, dass er das neue Palmaro-Projekt gegründet hat, das versucht, das durch Satelliten Bilder, 3D-Modelle von alten Ruinen zu erhalten. Und diese Modelle sind in vielen Fällen die einzelnen Modelle von Strukturen, die von ISIS etc. vernichtet wurden. In einem anderen Fall sagte Jimmy Wales in 2015, der Wikipedianer des Jahres 2015 durfte nicht, konnte mir nicht gesagt worden, denn der, es hätte ihn in Gefahr gebracht. Mit diesen ganzen Regen und diesen Vorteilen, die Tor gibt, warum wird es blockiert? Ja, es ist halt, kommt auf Abuse. Das Problem von Idioten ist ein echtes Problem. Die Forschung ist nicht klar, ob die Anonymität wirklich dazu teilnimmt. Es gibt eine sehr weit bekannte Theorie, dass wenn man eine normale Person nimmt und ihr Anonymität gibt, dass sie ein totaler Idiot wird. Trotzdem ist es in der Tat schwieriger, wenn Teilnehmer anonym sind, die Idiotenhaft in Kontrolle behalten. Glücklicherweise hat sich die kryptografische Community damit befasst und hat eine Idee, wie man darauf kommt. Zum Beispiel, die erste, die ich jetzt kurz besprechen werde, ist das Nimble-Design. Es gibt hier viele Varianten, zum Beispiel Nimble, Jack Nimble, etc. etc. Die Idee ist, wenn Alice anonym auf eine Webseite zutragen möchte, gibt sie einem NIM-Manager. Der NIM-Manager gibt ihr ein Ticket. Das Ticket wird verwendet, um zur Zeit sich zu verbinden. Das ist eine weitere Methode, um das Vertrauen zu verteilen. Aber Alice ist ein Idiot, das heißt, sie vandalisiert die Website und schreibt eine Scheiße hin. Die Website dann beschwert sich bei dem NIM-Manager und der NIM-Manager schaut sich den Token an. Der Server nimmt dann den Token und tut ihn auf die Blacklist. Die Idee ist, dass was der User vor der Beschwerde getan hat, bleibt anonym. Das, was in der Zukunft getan wird, ist verbindbar und ist gut zu blocken. Es gibt leider hat das niemand verwendet. Trotz vieler Forschung hat es niemand wirklich verwendet. Es gibt diverse Ideen. Es gibt viele Varianten, die keine Implementation haben. In vielen Fällen ist es Forschungscode. Und als Autor von Forschungscode ist es oft immer ein weiter Schritt von Forschungscode bis zum echten Code. Und man muss wirklich einen Preis zahlen. Das heißt, man entweder eine dritte Party, die vertraubar ist, oder man muss viel Computerrechnung investieren, um das zu tun. Aber man könnte es machen. Man macht nur eine von diesen Sachen und nicht alle. Aber trotzdem, es wird nicht getan. Das liegt daran, dass viele Sites, dass es ihnen einfach egal ist. Die glauben einfach, dass es die Anzahl von Nicht-Idioten nicht null ist, aber fast null. Deswegen ist es ihnen egal. Deswegen möchten wir uns daran erinnern, wie kann man diese anonymen User zu forschen. Deswegen ist es keine einfache Lösung. Klar, Tor wird oft blockiert. Da Tor so oft blockiert wird, können wir versuchen, was zu messen, das oft nicht stattfindet. Deswegen haben wir uns in qualitativen Maßnahmen zugewandt, das heißt Interviews. Wir haben daher Tor-Verwendern, die an offenen Projekten teilnehmen, mit denen geredet. Und wir haben zwei grundlegende Fragen. Erstens, was für Gefahren sehen solche Teilnehmer? Und zweitens, wie managen solche Teilnehmer das Risiko, das eigene Risiko? Wir wollen damit ein qualitatives Verständnis dafür verstehen und dadurch eine gute Idee haben, was für Probleme wir am besten lösen, wenn wir an solchen Sachen machen. Das ist, wie Samuel Perry sagte, es sind keine Anekdoten, sondern ein kleiner Satz von handwerklichen Daten. Ein bisschen über die Teilnehmer. Wir hatten 12 Tor-Verwender, 8 Männer, 3 Frauen,
einer mit Fluid-Gender bis von 18 bis 30 Jahren, Mittel 18 bis 41, Mittel 30, drei Leute mit Hochschulabschluss, vier Universitäts und fünf Leute, die schon Abschluss haben. Die Ortungen, die waren, sieben Leute waren in den Staaten. Wir hatten aber auch Leute von Australien, Belgien, Kanada, Südafrika und Schweden. Für die Wikimedia-Leute hatten wir wieder acht Männer, drei Frauen. Ich glaube, dass die Demografie von Wikimedia und Tor sehr, sehr ähnlich ist. Das Mindestalter war 20, Maximum 53, der Mittel war 30. Die Bildung war 1 nicht bekannt, 8 mit Abschlüssen und 2 mit Doktoranden oder Post. Wir hatten wieder 5 Leute aus den Staaten und dann wieder aus Australien, Frankreich, Ghana, Israel und dem Vereinigten Königreich. Wir hatten niemanden aus Iran oder China. Aber wir hatten ein paar Leute, die in Staaten. Also Arten von Beteiligung. Wir hatten klar Leute, die Wikipedia, da wir haben die gesucht und viele der Leute, mit denen wir geredet haben, zum Beispiel die Torverwender, haben am Torprojekt teil. Aber wir haben sie über die andere Teilnahmen gefragt. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass viele Leute, die Webcomments zu tun, bei Forums, Twitter verwenden, die bei quelloffenen Projekten bei GitHub oder SourceForge mitmachen, die mit Internet Archive helfen oder auf Imageboards helfen. Das Interviewprotokoll war, wir haben 20 Dollar Coupons gegeben, 30% haben die abgelehnt, weil wir natürlich deren Teilnahme registrieren hätten müssen. Viele Leute wollten das nicht haben. Wir haben sie über Telefon, Skype oder kryptiertes Audio oder eine Person in Person. Alle Interviews von Andrea Forte waren einfach so gemacht. Wir haben sie über Detailgeschichten gefragt und wollten Details wissen. Die Analyse schreitet fort, ist nicht fertig. Wir haben die Interviews transkribiert und wir haben sie kodiert, um die Themen herauszufallen. Ich werde über die Themen und Sachen mit Ihnen reden. Und wir haben die Tor-Benutzer gefragt, dass sie Tor erklären und wofür es gebraucht wird und wie sie es verwenden, ihre Geschichte, wie sie und wann sie Tor benutzt haben, wann sie Tor benutzen und wann sie es nicht benutzen. Und wenn sie bei Wikipedia mitarbeiten oder so, dann auch, dann ging es auch darum, ob sie Tor benutzt haben für Wikipedia und wann und wie. Für Wikipedia haben gefragt, wann sie angefangen haben, die Wikipedia zu editieren und was sie zum Beispiel gemacht haben, um ihre Privatsphäre zu wahren und wie sie mit anderen Editoren kommuniziert haben. Und es gibt einige Beschränkungen in dieser Arbeit. Wir finden vielleicht einige nicht, die wirklich sich um ihre Privatsphäre kümmern und die müssen halt mit unbekannten Leuten reden und machen das vielleicht nicht, weil sie vielleicht böse Sachen vorhaben mit den Interviews und sie müssen über Fernkommunikation kommunizieren und wir haben das über verschlüsselte Kommunikationswege gemacht, die Interviews, wir haben über Skype gesprochen, Skype erwähnt und das hat einen Aufruhr gegeben und ihr habt gar keine Ahnung, was ihr macht, wenn ihr auch nur nachdenkt, darüber Skype zu benutzen und einige Tor-Entwickler benutzen Skype, aber naja, gut. Und wir haben keine Einwohner von Iran oder China dabei und das wäre natürlich wirklich interessant gewesen, haben einige gesagt. Aber was ist Anonymität bei der Wikipedia, bei Wikipedia-Editoren? Denn es ist nicht dasselbe, was es normalerweise für einen Tor-Nutzer bedeutet.
Und wenn Leute darüber reden, anonym zu editieren, dann bedeutet das, das zu editieren, ohne sich einzuloggen. Und das heißt IP-Editing für Wikipedia. Und wenn man das macht, ohne sich einzuloggen, dann wird die IP-Adresse veröffentlicht als der Autor des, der Änderung an der Wikipedia. Und das andere, was Leute meinen, wenn sie anonym editieren sagen, dann meinen sie unter einem Pseudonym-Account, der nichts über deine eigentliche Identität sagt. Und das ist in gewisser Weise problematisch. Und es gibt einen Artikel auf BuzzFeed über die 32 peinlichsten Editierungen auf Wikipedia. Und das Congressional Office in den US haben alle eine IP-Adresse. Also kann man einfach auf Wikipedia suchen nach dieser IP-Adresse und dann findet man alle die von dem Kongress Änderungen vornehmen. Und wenn es um Content-based Anonymität geht, um den Inhalt geht, dann die meiste De-Anonymisierung kann gemacht werden aufgrund von dem Kontext, in dem die Änderung gemacht wird. Und es gibt nur ganz kleine Sachen, aber zum Beispiel Leute, die Sachen über ihre Schule ändern, dann gibt es immer einen Kontext und es ist komischerweise oft ganz einfach, die Identität wiederherzustellen von dem von den Änderungen, die gemacht wurden. Und Tor hilft hierbei natürlich überhaupt nicht weiter. Was ist die Wikipedia-Politik zu Tor? Wikipedia hat eine Extension, die Tor automatisch blockiert. Und man kann eine Ausnahme kriegen, wenn man eine IP-Blockierungsausnahme kriegt. Und wenn man in good standing ist, wenn man einen guten Leumund hat, dann kann man die bekommen. Und es ist aber ganz schwierig, das klarzumachen, dass man einen guten Leumund hat. Und dann muss man das trotzdem mit Tor editieren. Aber es gibt einige geschlossene Proxys für chinesische Benutzer und werden auch von einigen Nicht-Chinesen benutzt, aber man kann dann fragen, ob man diesen geheimen Proxy benutzen kann. Aber was daran danach haben wir nicht gefragt, aber wir haben gefragt, kann Wikipedia über Tor editiert werden? Und in Zukunft werde ich einfach sagen, blaue Kästen sind Zitate von Wikipedia und grüne sind Zitate von Tor-Benutzern. Und wir haben gefragt, die Wikipedia-Editors sagen, ja, man kann das, aber wenn man Tor-Benutzen, kann man das machen, aber sie meinen IP-Editing. Und in den letzten Wochen hat der Arbeitgeber nachgefragt und wir erlauben das und wir fühlen uns aber schlecht, wenn wir das nur machen und andere diese Möglichkeit nicht haben. Und als Tor-User haben wir gesagt, es gibt so viele Exit-Nodes und manchmal geht es, je nachdem, welchen Exit-Node man gerade hat, und das ist sehr ärgerlich, weil es manchmal geht und aber meistens nicht. Und es gibt deswegen Forschung darüber, welche Tor-Exit-Nodes blockiert sind und man kann immer noch mal versuchen, neue Identität und noch eine neue Identität und irgendwann funktioniert es dann vielleicht mal. Und dann gesagt, ja, manchmal erlauben wir das, weil chinesische Benutzer vielleicht durch die große Firewall kommen. Und ja, ist das eine gute Politik aus Sicht eines Tor-Users, wenn alle Tor-Exit-Nodes aus einem guten Grund blockiert werden? Denn nicht aus Wikipedia-Sicht hört man, ja, das ist notwendig. Und natürlich gibt es gute Argumente dafür und offene Proxys zu benutzen. Und manchmal machen wir das. Und ich glaube nicht, dass das immer die Politik hier bleiben wird. Und ja, und ich bin nicht so eine technische Person. Hören wir auch. Und es gibt viel Vandalismus durch solche Services. Und weil man die IP-Adresse ganz einfach ändern kann, ist es schwer, da Missbrauch zu verhindern. Und das ist die Idee, dass es als Schutz gegen Vandalismus wichtig ist. Ja, aber vielleicht, es gibt auch wichtige Benutzungen und deswegen muss man da was tun. Und es gibt, was sind hier die Ursachen von Bedrohungen
das, die Regierung, Business, organisierte Kriminalität, Privatleute. Und wenn wir die Bedrohungen zusammengefasst haben, dann gibt es hier fünf große, von denen viele gesprochen haben. Und es gibt die Bedrohung der Überwachung und Privatsphäre. 10 haben aber ganz explizit gesprochen über die Möglichkeiten, dann einen Job zu kriegen nachher. Und es ging um Stalking und Harassment. Und einige Leute, 9 haben über persönliche Sicherheit gesprochen. Und 6 haben darüber gesprochen, dass sie ihren Ruf schädigen dadurch dann. Und darüber sprechen wir im Einzelnen noch gleich. Es geht erstmal um Überwachung. In meinem Land gibt es ganz viel Überwachung und wir wissen nicht, was die Provider benutzen. Und ich habe irgendwann mich entschieden, Tor für alles zu benutzen. Und es gibt eine Liste von Ländern und es sind nicht unbedingt dieselbe Liste und diese Zitate würde man vor den Snowden-Enthüllungen wahrscheinlich nicht unbedingt gefunden haben für eine generelle Überwachung auf der ganzen Welt. Und viele haben darüber gesprochen, dass die Online-Aktivitäten werden alle gespeichert, ohne dass ich die Zustimmung gegeben habe. Und für Tor-Benutzer ist das dieses, ich will nicht unbedingt was dafür tun müssen, um privat zu sein, sondern das soll eine Voreinstellung sein. Und bei Wikipedia-Leuten ist es eher so, dass die Edit-History allein schon wichtige Hinweise gibt auf die Person. Und wenn es darum geht, vielleicht die Arbeitsstelle zu verlieren und viele Arbeitgeber gucken, was du online für Spuren hinterlassen hast und eine der großen Jobsuch-Webseiten machen das. Und 77% davon, also ich bin Transgender und ich bin diese Art von Person und ich mache deswegen überhaupt nichts online, weil ich nicht entlassen werden will. Und bei Wikipedia hat jemand gesagt, ein Freund von mir hat auch darüber diskutiert und ihm ging es noch viel schlechter alle werden rausfinden, dass er dieses fürchterliche Monster ist und er hat Angst, jetzt überhaupt nach Arbeit zu suchen, denn man kann ihn googeln und findet diese Sachen alle raus. Und das hat einen großen Einfluss auf Leute. Und dann gibt es Harassment. Das ist wirklich ein Problem, die Angst vor Stalking. Und von den Administratoren, die ich kenne, ist das ein wirkliches Problem. Und für einen Tor-Benutzer, ein Tor-Benutzer hat darüber gesprochen, dass es eine Karte von Hate Groups, von Hassgruppen in den USA, die Probleme gehabt haben mit diesen Hate Groups, die da in der Gegend, wo sie wohnen, aktiv sind. Und wenn man auf diese Webseiten geht von diesen Hate Groups, dann findet man da die IP-Adresse in den Logs von diesen Hassgruppen. Safety of loved ones. Und die Sicherheit von Leuten, die einem persönlich wichtig sind. Und da gibt es nicht nur Bedrohungen, sondern Sachen, die denen wirklich passiert sind. Und in Tor gibt es diese Geschichte, dass sie wirklich eingebrochen sind, die Tür eingetreten haben, sind und ihn verprügelt haben. Und er war für 2,5 Wochen im Krankenhaus und die haben mit ihm in Farsi gesprochen und ich habe auch eine Familie und nachdem ich ihn im Krankenhaus besucht hat und habe ich wirklich Schüttelfrost gehabt und ich muss wirklich wenn ich mich um Menschenrechte kümmere, muss ich wirklich eine andere Identität haben dafür. Und ich habe mich zurückgezogen aus Wikipedia-Arbeit, weil ich dann nicht mehr, eventuell keine Arbeit mehr kriegen kann. Und das ist, als ich allein gewohnt habe, war das nur mein eigenes Problem und jetzt ist auch meine Frau natürlich davon betroffen. Ja, Verlust von Rufschädigen. In Wikipedia gibt es viele Geschichten über Edit Wars, die eskaliert sind in Richtung Vendettas, zum Beispiel hier zu einem Edit war, zum Beispiel ein User sagt, ich hasse Big Bitch Allison, indefinitiv, blockiert von Allison. Tja, die Leute haben sorgen sich um solche Sachen, dass irgendwas eskaliert, dass irgendwas auf Internet kommt, dass jemand kommt und ihren Ruf schädigt und so weiter fort.
In Tor gibt es ein paar interessante Fälle, zum Beispiel dass man durch Assoziation schuldig wird. Zum Beispiel gibt es Leute, die bei InchangeChan teilnehmen. Ich weiß nicht, ob das Leute das kennen. Das ist der Ort, wo Leute, die von Leuten, die von 4chan blockiert wurden, es sind die Leute, die 4chan denken, von denen 4chan denkt, dass sie komisch sind. Diese Person sagte, ja, also ich meine, ich bin 100% hinter dem Material, das ich getan habe, aber viele Leute haben, die hier mitgetan haben, ich möchte nicht mit denen assoziiert sein. Und eine andere Person meinte, also ich habe zum Beispiel Online-Ressourcen kreiert über Pharmazeutika, aber ich will nicht damit, aber ich will nichts damit zu tun haben mit der Community, die darüber postet. Andere Gefahrbedrohungen. Meine sagten, verminderte Projektqualität, zum Beispiel viele Leute, Wikipedia-Leute sagten, die prominent in der Wikipedia-Projekt sind, und in gewissen Fall Rockstars geworden, so wie man es sagen kann. Und sagten, es kann sehr schwierig, irgendwo zu editieren, weil wenn man irgendwas editiert, weil eine Seite nicht besonders wichtig war, und sobald sie das editieren, haben Horden von Leuten kommen auf die Seite und machen es kaputt. Und sie haben sich erfasst, dass sie solche Sachen nicht mehr editieren können. Und ähnlich, es gibt es einige Torhörende, die sagten, die nicht für ihre eigenen Sachen sagen möchten, denn sie wollten nicht, dass ihre eigenen Ruf damit assoziiert werden. Nur zwei Leute haben sich über legale oder Regierungssanktionen gesorgt für ihre Teilnahme. Aber es gab viele Leute, die über Computersicherheit Gedanken gemacht haben. Es hat nicht direkt Privatsphäre mit Fair zu tun, aber hat sehr damit, indirekt damit zu tun. Auf der Tor-Seite, viele Leute mochten die Authentifizierungseigenschaften von .onion Services. Also wenn man zu einer .onion Seite ist, die Adresse selbst authentifizieren, man weiß, wo man hingeht. Und viele Leute, die Tor verwenden, haben darüber geredet, dass die generelle Datenhygiene-Idee, insgesamt gibt es weniger Daten über sie in komischen Datenbanken von komischen Firmen, die dann irgendeinen einen großen Datenfutterbrot hinterlassen. Und wenn es diese großen Angriffe auf diese Datenbank gibt, und wenn man Tor verwendet, ist es vielleicht weniger wahrscheinlich, dass man in solchen Datenbanken wiedergefunden wird. Auf der Wikipedia-Seite waren viele Leute darüber über ihr Wikipedia-Ruf besorgt. Zum Beispiel sagten sie, dass sie dann durch publische Terminals einloggen, insbesondere besonders wenn für Leute, die administrative Rechte haben, zum Beispiel Leute, weil man dadurch zum Beispiel die IP-Adressen von Usern, die editiert haben, schauen kann. Ein paar konkrete Sachen, vor denen Leute Angst hatten, keine Falle. Zum Beispiel, dass ihren Kopf auf Foren gephotoshoppt haben, geschlagen werden, dass die Polizei auf die Wohnung gerufen, Rohrbomben entfalten, falsche Dokumente empfangen. Aber es gab Leute, die sagen, ich sehe keine Bedrohung. Und einige sagten dann, ja, ich fühle keine Bedrohung, aber sagten sie dazu auch, dass sie bestimmte Vorteile hatten, dass sie aufgrund ihres Geschlechts oder Nationalität oder der Tatsache, dass ihre Interesse sind. Ja, ich habe nicht so viel, ich sorge mich nicht. Ja, weil für meine Standpunkt es viel Support gibt und ist nicht sehr radikal. Ich glaube nicht, dass jemand zu meiner Tour kommt. Aber ich habe Kontakt mit Aktivisten, die mit höheren Risiken zu tun haben. Und ich sorge mich über ihre Aktivitäten und ihren Wunsch, bei solchen Sachen mitzumachen, ohne dass sie Konsequenzen zu befürchten haben. In Kontrast zu dem Idiotenthema gibt es viele Leute, die Tor mitmachen, aus Altruismus oder um Deckung oder Solidarität anzunehmen. Aber so wie zum Beispiel sagte, ich mache viele Relays, weil ich Leuten zu tun habe und ganz um der Welt, weil ich weiß, dass es Leuten wichtig ist. Und jemand anders sagte, wenn du verwendest, hilfst du dabei, das Netzwerk zu defizieren. Wenn du alle möglichen Informationen anschaust, wenn du in einem Ort wohnst, wo du nicht besonders legale Grundlagen hast, kannst du es trotzdem herausfinden.
Strategien, um das zu dieses Problem zu vermindern. Wenn sie damit bei Websites mitmachen möchten, aber sie es nicht konnten mit anonymisierten Werten. Manche Leute haben ihre Teilnahme verwendet. Ich werde über kurzem über die Effekte davon reden. Und es gab dazu auch noch diverse Versuche, Anonymität zu erhöhen. Also erstens der Chilling-Effekt. Zum Beispiel viele Tor-User meinten, dass sie früher Wikipedia editiert haben, aber es jetzt nicht mehr editieren oder weniger editieren, weil es unmöglich ist, durch Tor zu denken. Einer sagte, ja, ich habe früher immer Wikipedia verwendet, bevor ich Tor verwendet habe, aber heutzutage lese ich hauptsächlich, früher habe ich viel über License Design oder Open Source Lizenzen geredet, über Sachen, über die ich rede, manchmal Grammatik. Und Leute haben auch insbesondere darüber geredet, dass durch Regierungsüberwachung, insbesondere die Snowden-Enthüllungen. Im März 2015 sagte die Wikipedia Foundation, dass sie die NSA, Klage in den USA bringt, haben sie darüber gefragt. Und einige Wikipedia sagen, Leute haben keine Lust, mit uns zu tun zu haben, wenn sie wissen, dass das die Regierung und alles uns überwacht. Insbesondere haben sie gemerkt, dass bestimmte Edits für bestimmte Artikel, besonders Artikel, nachdem das Upstream-Programm enthüllt wurde. Zum Beispiel, ich habe vor die etwas Stunden Seite habe ich da abgehalten, meine Edits da, weil ich Angst hatte, dass die Edits auf mich zurückführen. Aber ich habe keine Angst, irgendwas Nutzloses dazu zu tun. Aber natürlich, References und so weiter sind eine der Sachen, die wichtig dazu zu tun. Zum Beispiel Terrorismusthemen und haben die Leute editieren nicht mehr darüber, weil sie Angst haben, auf irgendeiner Liste irgendwo zu landen. Der andere wichtige Punkt, der vermindert wurde, Artikel über die Gesundheit von Frauen, ist ein Bild über Vakuum-Aspirations-Abtreibung. Einige Leute sagten uns, dass, pass auf, eine mögliche Seite, die mit Frauen, Gesundheit von Frauen hat, ist mehr kontrovers, es ist höhere Wahrscheinlichkeit, in Edit Wars zu kommen und es gibt viele Trolle auf dem Internet. Und es gibt eine Zitation, Trolls haben Boss so angerufen und gesagt, wussten Sie, dass Ihr Mitarbeiter einen Klitoris-Artikel gemacht hat? Ich war zum Beispiel ein medizinischer Student, ich hatte ein Obstetrie-Textbuch, aber ich habe mir überlegt, soll ich da was zitieren? Aber ich habe dann gesagt, nee, das habe ich keine Lust, dass das in meinem Leben stattfindet. Das ist eine weitere ein Feld, in dem Privatsphären Sorgnisse dafür sorgen, dass Leute nicht mitmachen. Und schließlich gibt es diese Idee, dass es eine Schwelle zum Teilnahmen gibt. Zum Beispiel, dass je mehr du damit zu tun hast, hast du das mehr damit zu tun. Je mehr du damit zu tun hast, je mehr hast du höhere Wahrscheinlichkeit, ein Problem zu finden. Zum Beispiel Leute, die damit zu tun haben, mit dem Löschen, mit Editieren, mit irgendwas zu entscheiden, die natürlich macht man da nicht weiter. Und einige Freunde werden bedrohen. Und zum Beispiel sagt jemand, solange mein Pseudonym relativ separat von meinem echten Namen ist, habe ich kein Problem damit, mit solchen Bedrohungen zu tun zu haben. Besonders haben Leute, besonders Leute besorgt haben, zum Beispiel Wikipedia Docracy und Wikipedia Review, auf denen sozusagen Kritiken über Wikipedia stattfinden. Und dass Leute auf diesen Seiten Bedrohung und Doxing von Administratoren und Wikipedia gemacht haben. Zum Beispiel sagt jemand, die haben die Adresse meiner Eltern gefunden, die haben meine alte Telefonnummer gefunden, die haben einen Blogpost über mich verschiedene Sachen geschrieben und hier ist meine Kontaktinformation. Leute, ruf doch mal an. Und wenn es erstmal im Internet ist, dann geht es nicht mehr weg. Leute, sobald sie eine bestimmte Schwelle erreichen, haben sie Probleme. Fühlte ich mich limitiert, konnte ich nicht tun, weil ich nicht zum Beispiel blocken, ich wollte nicht Leute blocken, weil ich nicht Leute wollte, dass Leute mich anrufen. Aktivitäten, die ich früher tat,
Zum Beispiel benutzen des N-Words und Worten des F-Words oder andere Sachen, die Probleme mit User Space tun. Und ich habe viele Angriffsseiten gelöscht. Und wenn Leute einen User-Account in jemand anderes Name und seine Sachen erzählen, die mit dem User nichts zu tun haben. Früher habe ich das zu tun, aber jetzt habe ich keine Lust mehr, was damit zu tun zu haben. Also Maßnahmen für Privatsphäre, über die Leute reden. Und in einigen Fällen benutzen natürlich die Leute Tor. Und wir haben mit Tor-Benutzern besprochen, wenn das möglich war. Und andere sprechen darüber, dass sie gar nicht posten und nicht linken und gar nicht mehr editieren und vor allem nichts editieren über Sachen, über die nur sie was wissen, über lokale Sachen, die sie kennen müssen. Die Leute haben darüber gesprochen, dass sie Proxys benutzen oder Virtual Private Networks und zum Beispiel, wenn man vom Homecomputer von zu Hause aus das macht oder Browser-Plugins für Privatsphärenschutz oder Ghostory zum Beispiel. Und wir haben gefragt, Tor-Benutzer und Nicht-Tor-Benutzer, ob sie Tor benutzt haben, was sie darüber denken. Und dann war dieser, ich habe versucht, das zu benutzen. Ich habe es wirklich versucht, als ich jünger war. Und alles war so fürchterlich langsam. Und es war überhaupt nicht wert. Und vor einigen Jahren war Tor wirklich ganz langsam. Aber es ist besser geworden. Und die Tor-Benutzer haben immer noch darüber gesprochen, was das Problem ist mit Captures und Latency. Und es war langsam und die Wikipedia-Benutzer haben darüber gesprochen, dass Wikipedia langsam ist über Tor und man muss jedes Mal die Software runterladen und sich darüber verbinden. Und einige haben auch gesagt, es ist einfach unnötig. So, es gibt noch einige andere interessante Sachen, die aufgetaucht sind. Einige haben darüber gesprochen, wie sie die Snowden-Veröffentlichungen benutzt haben als Verteidigungsstrategie. Und zum Beispiel, ich gebe dir einige Informationen über dich, also kannst du mich nicht mehr doxen, weil hier schon meine Adresse ist. Und einige haben auch gesagt, haben über die Beschränkungen gesprochen von Langzeitbenutzung. Und einige haben aufgehört damit, dass und haben damit angefangen, die Wikipedia zu bearbeiten, als sie jung, ganz jung waren und einfach erstmal nur Rechtschreibfehler fixen, bevor sie wirklich Inhalt geändert haben. Und die haben diese Langzeitperspektive, wenn man erst einfach nur Login-Name und Identität erzeugt. Und bis dann plötzlich passiert, ja, warum sollte irgendjemand mich googeln? Warum sollte irgendjemand meine Adresse haben wollte? Und wenn das Einzige, was nötig ist, ein Kind irgendwo, der sich langweilt und ja, man kann einfach, viele Sachen kann man nicht auf dem im Internet lesen, aber man sollte wirklich darüber nachdenken, was man hinterlässt. Und vielleicht als Schlussfolgerung, wir haben ethnografische Studien gemacht, aber das wirft eigentlich mehr Fragen auf, als es antwortet. Und das war auch unser Ziel. Wir hoffen, dass wir lernen können, dass Tor und Wikipedia-Benutzer auch ähnliche Privatsphärenbedenken haben, aber es gibt auch Unterschiede. Und einige Teilnehmer verliert man einfach, dadurch, wenn man es nicht anonym machen kann. Es wird Folgestudien geben und wir wollen vielleicht eine größere Umfrage machen, dass wir noch auch quantitative Ergebnisse dann bekommen können. Wenn ihr das interessant findet, dann wollte ich gerade noch sagen über das Privacy Enhancing Technologies Symposium in Darmstadt im Juli. Und wir sind da mit dieser Arbeit werden wir da nicht vertreten sein, aber es gibt ganz viel über Tor und Anonymität und Privatsphäre. Und ich wollte noch danken meinen Co-Autoren Andrea Forte und Nazim Adelebi und die Teilnehmer an dem Interview, die Wikipedia Foundation, das Tor-Projekt, die National Science Foundation, die diese Arbeit unterstützt haben, alle Leute, deren Bilder ich hier verwendet habe. Also vielen Dank. Fragen? Gibt es noch Fragen? Also ich bin die ganze Konferenz noch hier, das heißt, ihr könnt mich finden, wenn es noch Fragen gibt oder Gespräche. Vielen Dank. Vielen Dank, ganz toller Vortrag und hoffentlich haben wir ein paar Fragen aus dem Publikum. Ihr könnt euch anstellen an den Mikrofonen. Wir haben vier Mikrofone hier
und auch hinten sind noch zwei. Und wir haben noch den Signalengel, aber der hat noch keine Fragen bekommen, aber vielleicht einige Kommentare oder so. Etwas Feedback. Und da ist jemand. Und wir gehen dann direkt zu den Fragen aus dem Publikum. So, am Mikrofon 2 bitte. Bitte nochmal, könnt ihr bitte noch ruhig sein beim Rausgehen und leise sein beim Rausgehen, das ist sonst nicht sehr nett. Habt ihr rausgefunden, ob die Wikipedia klassische VPNs anders als Tor behandelt? Oder ist es dasselbe für die Blockierung von private VPNs, die zum Beispiel benutzt werden können, um die IP-Adresse ändern mit einem Klick auf einen Button, wenn man jemanden ärgern will? Oder wenn man wirklich nur Leute ärgern will, könnte das schon reichen? Und ich glaube, das hängt davon ab, ist das die Antwort. Die Extensions oder Add-ons, die haben, die werden blocken viele Sachen aufgrund von IP. Das hängt davon ab, ob es durch diese IP vorher IPUs gab. Die versuchen, offene Proxys zu blocken. Einige sagten, bestimmte VPNs kann man trotzdem verwenden, um zu editieren, andere nicht. Danke. Mikrofon 1, bitte. Hallo. Also die Wikipedia ist normalerweise ist kein isolierter Fall. Nein. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, Tor-Exit-Nodes zu blockieren. Und wo geht das hin? Was ist mit der Great Firewall in China? Die kann den Zugang zu Tor einfach verhindern. Ja, in der Tat, es blockt Users, die um Tor zum Angriff sind. Und es blockt Leute Wikipedia zum Angriff. Was das Tor-Projekt betrifft, gibt es Mechanismen, um Pluggable Transport zu verwenden und Bridges und Bridge-Adressen, um Leuten zu helfen, Tor trotzdem noch Zugriff auf Tor zu haben. Und die können dann trotzdem Wikipedia lesen, aber dann nicht editieren auf vollen Gründen. Nochmal, wir haben hier nach 15 Minuten Pause, das heißt, ihr könnt dann immer noch rausgehen und den Raum wechseln. Bitte seid ganz leise, weil hier noch Fragen und Antworten sind, wenn ihr jetzt schon geht. Jetzt bitte der Signalengel. Ja, es gibt eine Frage aus dem Internet von Wynes. Er oder sie fragt, gibt es wirklich einen Fall, in dem jemand wirklich eine Rohrbombe in die Post gegeben hat, als Antwort auf Wikipedia? Ich habe auf jeden Fall keine solche Informationen. Es sind aber nur Sachen, die Leute, die so sagten, Sorgen, die sie hatten, oder Sachen, von denen es Bedrohungen oder Drohungen gab. Niemand, den ich kenne, hatte eine Erfahrung, wirklich Erfahrung an der Rohrbombe. Noch eine Frage von A-Monk. Wenn blockierter Tor-Traffic ein Problem ist, warum wird dann die Exit-IP-Liste veröffentlicht, was es einfach macht, das zu blockieren? Das ist ja eine Frage für die Tor-Leute. Soweit ich das verstehe, hat das Tor-Projekt versucht, so gut wie möglich ein guter Mitarbeiter, ein guter Mensch, Internetmensch. Sie wollen nicht diese Leute ermutigen, diese Waffen versuchen irgendwelche Proxys zu blocken. Sie versuchen offen zu sein. Und außerdem hilft es, wenn man einen Exit-Node läuft, damit man sagen kann, hier, das ist ein Exit-Node und hier, das ist was passiert ist, als dies durch meinen Computer passiert ist. Es gibt ja diverse Fähigkeiten. Die Fähigkeit für Exit-Relay-Operatoren sagen zu dürfen, dass es ein Exit-Relay ist, auch eine wichtige Sache. Also Mikrofon 5 steht jemand? Ja. Du hast gesagt, Zero-Knowledge-Beweise. Gibt es da weitere Forschungen dazu? In der Tat, ja. Wenn du dir die Forschung über Nimble anschaust, IP-Capadia anschaust, gibt es Leute in der Gruppe von Nick Hopper in Minnesota, außerdem Ryan Henry in Indiana Universität, der viel darüber gearbeitet hat, Ian Allberg in Waterloo. Das sind die Leute, die ich mir anschauen würde, was es für anonyme Blacklisting zu tun hat. Ich habe sicher Leute vergessen, aber ich hoffe, die verzeihen es mir. Es wäre ein guter Anfang. Jetzt haben wir noch eine Frage am Mikrofon 1. Ja. Weißt du, ob Wikipedia jemals darüber nachgedacht hat, IP-Adressen zu hashen, sodass die Beiträge immer noch eindeutig sind, aber die Benutzer sind anonym?
Niemand an Wikipedia hat uns darüber was gesagt und ich weiß also deshalb nicht, ob Sie darüber nachgedacht haben, dies zu tun. The last comment or question. Das letzte vom Signalengel. Thanks. Danke. Not really a question, nicht wirklich eine Frage, eher ein Kommentar. Ich wollte nur sagen noch, dass Wikipedia-Blockierungsspielzeuge gibt es auch für Tor-Benutzer und zum Beispiel der französische Wikipedia-Artikel zu Tor hat eine sehr schlechte Qualität und viele Leute haben gefragt über Tor und sind schlecht informiert deswegen. Und wir können das wirklich nicht fixen, weil wir Wikipedia nicht ändern können über Tor. Das wäre interessant aus diesem von unserem Standpunkt und sich anzuschauen, die Art von Artikeln über Tor, über anonyme Mitarbeit. Und wir würden gerne eine größere Studie machen und zu schauen, was würden die anonymen Mitarbeiter tun, wenn sie könnten. Und wir würden analysieren über die Sites und sich anschauen, ob solche Artikel kürzer oder schlechtere Qualität haben, weil deren Perspektive fehlt. Thank you for the questions. Vielen Dank für die Fragen. Danke, Rachel. Und nochmal einen Applaus bitte für Rachel. Thanks.